Das ist gerade ein bisschen uncool, weil ich echt nicht weiß, wo lang. Hier oben sind halt nochmal Treppen und der stellt sich ja total an, wenn er hochgeht. Also ich kann mich hier festhalten, kann mich hochziehen und dann... Oh, okay, passt. Ich bin so steil unter ihm, er müsste mich eigentlich nicht mehr treffen können, wenn ich ehrlich bin. Er schießt halt gerade auch nicht. Alter, das Vieh ist so riesig. Das Vieh ist lächerlich groß, Mann. Never mind, er kann mich immer noch treffen. Ich stehe ja nicht quasi direkt unter einem toten Winkel. Nein, er sieht mich ja auch. Ich meine, klar, von da oben sieht man ja eine Ameise, die unten auf dem Boden rumkriecht. Scheint gute Augen zu haben, der gute Kerl. Das Problem ist, ich will es gerade auch nicht riskieren, weil wir wissen, Speichercheckpunkte in diesem Spiel sind nicht gerade freundlich. Wenn ich jetzt hier sterbe, darf ich nämlich wieder ganz von vorne anfangen und da habe ich eigentlich keine Lust zu. Calm the fuck down. Alter Falter, ist ja gut. Du bist indirekt für den Tod meines Pferds verantwortlich. Denk gar nicht, dass ich friedlich bin. Wo bin ich? Direkt unter ihm. Alter, ist das Ding riesig. Wow. Muss ich jetzt ganz vorsichtig an ihm hochklettern, oder was? Ja, so vorsichtig scheine ich ja jetzt hier nicht sein zu müssen. Sieht bisher alles sehr einfach aus. Wie kann ich hoch? Er hat bestimmt einfach Schwachpunkte über den ganzen Körper verteilt. Das Vieh ist viel zu riesig. Naja, ich bin noch nicht mal in seinem Bauch. Cool. Was überhaupt sein Bauch ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ab hier wird's halt interessant. Okay.
Jetzt hier ein Weak Point. Krass. Fuck it! Okay. Ich muss da irgendwo lang springen, ich weiß noch nicht wo. Das ist so richtig. Mir pumpt gerade echt das Herz da oben. Das ist uncool. Ich meine, da wieder hochzukommen ist ja easy. Das ist echt das geringste Problem. Aber anscheinend muss ich von seiner Hand irgendwie weiterspringen. Ich weiß noch nicht wohin. Und ich bin auf der falschen Seite und das ist nicht sein Rücken. Alter, das ist immer so crazy. Ich kann halt auch nicht einfach rüberlaufen, ich muss halt springen. Da ist halt was zum Festhalten. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder jetzt, was ich nicht glaube. Ich kann auf seiner Innenseite noch weiter klettern. Dreh deine Hand nochmal bitte hoch. Lass deine Hand nochmal hochdrehen. Ich komme nicht dahin, wo ich will, und mir geht die Energie aus. Komm schon, bitte, 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 dreh deine Hand um, dreh deine Hand um, dreh deine Hand um. Ich häng falsch. Nein, ich lebe noch, wow. Okay. Es sieht halt so aus, als ob ich ihm ans Schlüsselbein springen könnte. Es sieht aber auch so aus, als ob ich auf der Innenseite seines Arms hochklettern kann.
bin mir so unsicher. Einfach wieder da hoch. Ist jetzt nicht so schwer. Mhm, ist nicht so schwer und ich falle hier runter, weil ich total deppert bin. Dass ich irgendwas trinken müsste und ich glaube, ich habe ja nichts mehr stehen. Nope. Kaffee ist auch leer. Kaffee ist auch leer. Cool. Ich sitze hier total auf dem Trockenen. Das ist alles an Leckereien, habe ich mir mit einem Schreibtisch geholt, ne? Aber zu trinken, na Quatsch. Okay, hier hoch. Dann darüber. Dann hier hoch. Hier war hier rauf, geht das nicht schneller? Na klar, geht das schneller. Frage ist nur, ob das so richtig ist. Hier ist sein Rücken, ne? Nein, das ist sein Bauch. Also hier hochklettern, es geht schnell. Könntest du bitte aufhören? Bleib doch einfach bitte an ihm hängen. Dankeschön. Okay. Ich bin irgendwie durch ihn durchgeklippt. Das war jetzt nicht so cool. Fakt ist, ich kann mir mal irgendwas zu trinken holen. Und dann lösen wir das geheimnisvolle Rätsel der Hand. Bis gleich.